Hallihallo, Kellerkinder, hier zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, Part Nummer 40. Und es geht weiter, wo ich letztes Mal pausiert habe. Wir sind immer noch in der Festung mit unseren Soldaten, verkleidet als französischer Hauptmann. Und nun ja, wir müssen jetzt hier unbemerkt hindurchkommen, aber wir fallen sowieso nicht auf. Wir können ja sogar ein bisschen Französisch, haben wir am Ende der letzten Folge erfahren. Sagen wir, anscheinend ist blöd, durch ein paar Frauen aus Firenze, auch wenn man davon noch nicht so viel weiß. Und ja, wieso spiele ich jetzt wieder Assassin's Creed Brotherhood? Ich habe das ja eine Zeit lang jetzt rechts liegen gelassen. Tja, einfach weil ich jetzt Revelations noch nicht habe und Revelations irgendwie so. Qu'est-ce que tu dis, fils de pute? Ta gueule, je ne veux pas entendre ton charbon ou quelque chose comme ça. So, ein bisschen Französisch kann ich, Französisch kann ich auch, aber jetzt lassen wir das mal mit dem Sprachkenntnis hier und Minyasaru David und ich bin ruhig. General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen! Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen, nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Weib frei! Ihr Wilden lernt es nie. Okay, so, die Männer des Barons abwehren, klar. So. 100% Ezio, ihr müsst mein Weib retten! Synchron, ne? Nehmt das Dach! Okay. Geht's gleich weiter. Au revoir. Den Baron Wallace überwältigen und eliminieren. Und für die volle Synchronisation müssen wir diese Was Mission weiß in das weniger hier? als 5 Minuten abgeschlossen haben. Boah. So. Immerhin jetzt dürfen wir Gesundheitsquadrate verlieren. Das durften wir nämlich bei der vorigen Mission nicht. Und wir werden von lustigen Franzosen verfolgt, weil unsere Tarnung nun aufgeflogen ist. Was mache ich denn hier? So. Rennen wir einfach mal durch. Ich würde ja sonst normalerweise hier gegen die alle kämpfen, aber nun ja, wir haben nur 5 Minuten Zeit und ich möchte gerne die hundertprozentige Synchro haben. Also, ne? Zack. Splash. Und da sind noch zwei lustige Kanoniere. Na, ui. Okay. Da hinten sind die Ziele. Gut. Kann man da raufspringen? Oh, what the. Boah. Hat der mich hier von hinten angeschossen? Okay, ich bin ja ganz gut im Kämpfen. Also, zack. Konterkill und Killstreak 1, 2 und 3. Ich möchte mich hier gleich mal für die heftigen Lags, Ruckler in diesem Part entschuldigen. Aber ich habe nicht mehr viel Speicherplatz und meine externe Festplatte mit Speicherplatz habe ich leider gerade verlegt. Das heißt, nun ja, mein PC ist gerade, mein Laptop ist gerade sehr ausgelastet. Deswegen ruckelt das hier. Entschuldige, ich entschuldige mich dafür. Aha. Den Baron unentdeckt eliminieren. Unentdeckt. Sonst tötet der Penthesilea, das ist natürlich nicht gut. Oh, unentdeckt. Ach, das war jetzt ganz blöd. Fail. Oh, die zeigen das echt. Die machen das immer mit Blut. Die zeigen echt, wie es hier exekutiert. Nun gut, dann haben wir das jetzt gesehen. Und dann würde ich vorschlagen, versuche ich das gleiche jetzt noch einmal. So, ich glaube, ich mache das mit dem Giftpfeil. Den wir gerade. So. Einkommen auf 2536 Florin gestiegen. Sehr schön. Haben wir noch? Ja, wir haben noch drei Giftpfeile. Gut. Erstmal diese Wache. Bino. Das war nützlich, dass wir das von Leonardo gekauft haben. Rauchbomben. Brauchen wir Rauchbomben? Ich weiß ja nicht, ob man dadurch entdeckt wird. Da können wir mal einen Assassinen rufen.
der hat direkt in dem gespawnt. Das war ja mal eiskalt, wollte ich ja sagen, aber eiskalt. So, jetzt haben wir leider keinen Assassinen mehr, der kommen kann. Aber die Wachen sind ja im Moment abgelenkt und jetzt visieren, den Typ anvisieren, den, nicht den, der ist unwichtig, den anderen, den hier, genau. Und peng! So, Katze. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. Addio, bastarde. Bastardo. Schlechtes Italienisch. Penthesilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Oho. Hab Dank. Jo. Das hat der Ezio toll gemacht, ne? Und wir haben auch noch die 100%ige Synchronisation. In weniger als 5 Minuten des Dingens hier erledigen. So, dann wie? Und die Sequenz hier ist beendet. Schauen wir mal kurz bei HUD. Gut, die sind alle an. Weil, jo. Hat mich nur gerade gewundert, dass man jetzt hier nicht sieht. Aber jetzt kommt ja eh Sequenz 6 beendet. Oh, da bin ich ja schon ganz schön weit jetzt hier. Erfolge, vergesst Paris. Vergesst Paris. Wunderschöne Stadt. So. Jetzt werden wir sicher gleich wieder in Rom sein. Also, wir waren vorher auch schon in Rom, aber mal wieder in der typischen Assassinenkleidung. Und nicht in dieser Hauptmannsverkleidung. Sequenz 7. Der Schlüssel zur Burg. Okay. Das ist ja mal wieder episch. Sind wir wieder hier oben auf den Dächern von Rom. Geil. So, was gibt es zu tun? Die Karte mal wieder studieren. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt sofort zum Erinnerungsanfang zu gehen. Wir könnten zu Christi... das wollte ich jetzt eigentlich markieren, noch einmal. So... Das ist immer ein bisschen kompliziert hier mit der Maus. Und jetzt Enter. Gut. So. Zu Christina Erinnerung können wir ja mal gehen. Dann erfahren wir mehr über Ezio und Christina. Weil ich habe die noch gar nicht... Ich habe ja Assassin's Creed Brotherhood schon mal durchgespielt. Aber auf der Xbox. Und die Christina-Mission habe ich da nicht gemacht, weil ich da einen Scheiß auf diese 100%-Dinger gegeben habe. Und... Nun ja, deswegen habe ich diese Christina-Mission auch gar nicht spielen können. Jo. Und deswegen bin ich da auch ganz scharf drauf und ich denke, ihr auch. Vielleicht habt ihr es ja schon auf YouTube gesehen, die ganzen Christina-Missionen. Und ich denke, ihr kennt sowieso die gesamte Story von Assassin's Creed Brotherhood. Und ja, ich mache das jetzt eigentlich nur, weil es mir gerade Spaß macht. Und wenn ihr zuschauen wollt, dann könnt ihr das ruhig machen. Seid herzlich eingeladen dazu hier auf YouTube. Oh, da ist einem... hier Dingens. Typ Geldbote. Ein Kurier. Den muss ich jetzt irgendwie schnappen. Aber irgendwie. Den lassen wir jetzt töten. Ich will jetzt mal sehen, ob unser Bekanntheitsgrad steigt, wenn die Assassinen den für uns töten. Oh wow, tut er nicht. Dann macht es irgendwie nichts aus. Nur wenn wir ihn töten, sind wir sofort gesucht.
Das finde ich cool, weil jetzt können wir ihm all sein Geld abnehmen und der hat viel. 1000 Florin und Samt. Okay, ich weiß nicht, was Samt jetzt genau bewirkt, aber es wird schon gut sein. Er wird noch jemanden verletzen. Nein, werde ich nicht. So. Dann laufen wir mal zum Erinnerungsanfang. Ja. Oh. Blödes Gameplay von mir gerade wieder. Ich bin ja. Was war das denn gerade? Ich hab doch festhalten gedrückt. Ich bin ja einer der wenigen Let's Player, die nicht so gut im Kommentieren sind, sondern ein bisschen besser im Gameplay. Ich hab noch manchmal so ein paar Ausrutscher. Das ist eigentlich komisch, weil ich hab eigentlich gedacht, dass es bei Let's Playen auf beides ankommt, aber was ich so gesehen habe, die wirklich berühmten Let's Player sind nicht unbedingt sehr gut in den Spielen, sondern sind mittelgut oder manchmal sogar total schlecht. Das wäre natürlich dann ein Fail-Part, aber ich meine ja nur, ich war eigentlich immer der Meinung, man muss das Spiel komplett beherrschen. Und ich bin jetzt auch so langsam wieder drin im Gameplay von Assassin's Creed Blood und habt ihr gesehen, ein paar Ausrutscher sind passiert, ein paar Mal bin ich blöd auf den Boden gesprungen und ja, ich glaube, ich bin zu perfektionistisch. So, aber bevor ich mich jetzt hier verquassel, verabschiede ich mich gleich. Wir haben jetzt hier den Schneider renoviert, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Nehmen wir sowieso 12.000 Florin, das ist sehr viel. Und falls ihr euch wundert über die Aufnahmequalität in diesem Part, mein Headset ist kaputt, also muss ich es wieder aufnehmen wie vor einem Jahr. Ich muss mir dann irgendwann mal ein neues Headset besorgen. Nun ja, bis gleich im Part 41, wo wir die Christina-Mission sehen. Haut rein!